Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem fantastischen Wochenstart in die letzte Woche, bevor wir dann alle mehr oder weniger gerechtfertigt in die Weihnachtspause starten dürfen. Ich muss schon mal vorwegnehmen, dass ich heute, also ich habe so ein gewisses, ich bin eigentlich ja bekannt als ausgeglichener Mensch, der sich nicht allzu leicht in Rage bringen lässt. Der sagt, ach komm, fuck dich einfach nicht ab, alle Menschen sind dumm. Kannst du nichts ändern, also versuch gar nicht erst, das zu tun, sondern einfach entspannt und relaxed bleiben. Das ist heute leider nicht möglich, weil ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte, heute würde ein wunderschöner Tag auf mich zukommen, bei dem ich mich um alles Mögliche kümmern könnte. Und dann fiel mir ein, ich muss heute Moin Moin machen. Was an sich ein Grund zur Freude ist, denn ich habe das schon ewig lang nicht mehr gemacht und ich möchte heute etwas tun, worauf ich von einem freundlichen Zuschauer hingewiesen wurde. Aber da geht es nämlich schon los. Eigentlich würde ich jetzt gerne diesen Tweet vorlesen von diesem freundlichen Zuschauer. Das geht aber nicht, weil ich einfach nicht genug Zeit hatte, mich diesen Tweet jetzt rauszusuchen. Und das ist das Endprodukt einer Verkettung von unfassbar viel Scheiße, die heute schon wieder passiert ist. Ich bin ein bisschen aggressiv. Ich spüre noch so ein gewisses, ihr kennt das vielleicht, so diese Tage, wo du nicht genau weißt, ob du dich so abfuckst, weil alle Leute um dich herum scheiße sind, außer die Leute, die hier arbeiten, natürlich, die sind alle super, aber alle Leute um dich herum sind scheiße oder weil du besonders dünnhäutig auf diese Scheißhaftigkeit der anderen Leute reagierst und deswegen dich besonders aufregst. Und ich glaube immer noch, dass alle anderen Menschen scheiße sind. Es ging nämlich, das muss ich auch nochmal loswerden, du bescheuerter 7,5-Tonner-Fahrer aus WL, was auch immer das ist, das konnte ich mir merken. Ich werde dich finden und wenn ich mit dem Rad wieder unterwegs bin und du meinen Weg kreuzt, dann werde ich dir in deine verkackte LKW-Seite kicken. Aber sowas von. Und dann hier noch mit meiner 90er-Jahre-Schlüsselkette werde ich dir an deine Scheißseite kratzen. Ohne Witz. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ja? Ich bin Fahrradfahrer und ich bin auch gerne zügig unterwegs. Und ich weiß, dass man als Fahrradfahrer, vor allem in Großstädten, potenziell lebensgefährlich unterwegs ist. Aber jetzt stellt euch mal folgende Situation vor. Und ich weiß, ich kalkuliere immer ein, mir ist zum Glück noch nie was passiert, die anderen Leute achten nicht drauf, die interessiert das vielleicht auch ein Scheißdreck. Rentner, die sich einen Fick dafür interessieren, dass man auf dem Radweg hinter denen ist. Leute, die absolut ignorieren, dass man sie wegklingelt, um an ihnen vorbeizufahren, rechts oder links oder irgendwo. Das ist alles in Ordnung. Aber du WL-LKW-Fahrer, so, ich beschreibe das mal ganz kurz. Helllichter Tag, ja? Ich fahre mit leicht gehobener Geschwindigkeit. Ich sage jetzt mal 25 Kilometer pro Stunde ungefähr. Eine leicht abschüssige, an der Stresemannstraße war das, Stelle vorbei, wo ein gut ausgebauter Radweg ist. Dann gibt's da so eine Art, auf der Stresemannstraße irgendwo kurz vor so einer Unterführung, gibt's so eine Stelle, da ist etwas erhöht, deswegen hatte der einen perfekten Blick, so eine Einlagerungsfirma, wo man halt irgendwie Self-Storage oder so eine Scheiße machen kann. Keine Ahnung. So, ich sah da, völlig freies Blickfeld für beide Beteiligten, diesen LKW von dieser Einfahrt leicht erhoben runterfahren. Er blieb stehen. Und ich war noch ungefähr so, boah, keine Ahnung, 30 Meter entfernt. Er bleibt stehen vor dem Radweg, vor dem Fußweg, er will auf die Straße und guckt mir in die Augen. Ich radel da entlang, ich gucke ihm auch in die Augen. Er guckt mich ganz normal an. Er hat nicht irgendwo hingeguckt. Man lernt ja darauf zu achten, wo gucken die Leute gerade hin, um zu wissen, wie aufmerksam sind sie. Er guckt mich an. 10 Meter, bevor ich an ihm vorbei, weil ich ja Vorfahrt habe, weil ich ein Hindernis bin, das er auf seinem Weg einkalkulieren muss, also habe ich Vorfahrt in diesem Moment. 10 Meter vorher guckt er mir in die Augen und zieht nach vorne. Und er fährt nicht etwas schnell auf die Straße, weil er gesehen hat, ah, da hinten kommen keine Autos, da ist eine Lücke. Der stellt sich dahin und bleibt stehen. Und ich bin voll in die Eisen gegangen, ohne Witz. Ich musste megamäßig bremsen und er dann noch so. Und ich so, Alter! Und dann bin ich rechts an ihm vorbeigezogen und hab ihn versucht, bei der nächsten Fuck-Ampel zu erreichen, weil er dann natürlich auf die Straße gefahren ist. Und ich denke, ich sag mal, pickst du nicht ganz sauber? Das war sehenden Auges! WL. I will find you and I will scratch your car. So. Es tut mir leid, das muss jetzt mal raus. Jetzt fühle ich mich besser. Jetzt fühle ich mich ein bisschen besser. Das Schlimme ist, dass heute Montag ist. Und gut, kommen wir zu etwas viel Erfreulicherem. Ihr wisst ja, wir haben ein Gewinnspiel. Unsere Freunde von Expert machen mit uns die Aktion Jiggle Beans. Und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal ein kleines Trailerchen an.
Fail ab. Das war jetzt der. Hier kommt jetzt ein Intro. Kommt jetzt noch gar nicht. Wieso kommt das? Wieso kommt das jetzt nicht? Ihr habt nicht mehr viel Zeit, um an dieser Aktion teilzunehmen, denn wir wollen von euch, dreht euer eigenes Weihnachtsvideo. Das darf maximal 2 Minuten sein und es kann weihnachtlich angehaucht sein, es kann etwas ganz Eigenes sein. Ihr könnt aber auch eine berühmte Szene, zum Beispiel aus einem Weihnachtsfilm, individuell und neu interpretieren. Es gibt fette Gewinne, zum Beispiel aus dem Bereich Sound, TV, Gaming, PC oder Konsole. Hashtag ist JingleBeans und eure Einsendung mit dem Video geht bitte an gewinnspiel@rocketbeans.tv und es ist wirklich nicht mehr viel Zeit, denn am Freitag wird der gute Kollege Schröckert die Ehre haben, das letzte Moin Moin vor der Weihnachtspause euch zu kredenzen und dann die Sieger zu ziehen. So, ich hoffe, jetzt habe ich alles gesagt, sonst müsst ihr mir das hier, war kein Burger mehr drüben. Ist die Information, die ich bekomme. Es kann nur bedeuten, dass entweder jemand. Langsam, ich fühle mich schon wie Nadel. Ich fühle mich schon wieder, ich stolper über die eigenen Gedanken und anstatt einen Satz zu beenden, bin ich schon wieder 8 Sätze weiter vorne. Gut, also Jingle Beans, unsere kleine Gewinnaktion mit tollen, tollen Preisen. Und das Schöne ist, ich fühle mich jetzt echt ein bisschen relaxter. Das ist wirklich das Gute, das ist dieses Lass es raus-Phänomen. Ne? Das ist so, anstatt den Leuten ins Gesicht zu lachen, direkt mit dem Dolch in die Fresse hauen. Das ist manchmal auch ganz hilfreich. So, was wir heute machen. Der LKW-Fahrer kam aus Harburg in Winsen. Ach, das ist ja schon mal interessant. Hier werden nämlich, danke für eure investigative Unterstützung, ich sehe das ja gerade. Bomme Gelbschnei, schreibt da, der LKW-Fahrer kam aus Hamburg in Winsen-Luhe, bei Niedersachsen. Das ist gut. Das ist doch schon mal ein erster Schritt auf dem Weg zur gefühlten Gerechtigkeit. Gut, nein, ich bin jetzt wirklich ein bisschen entspannter. Das hat mir gerade sehr, sehr gut getan. Ich habe nämlich vor der Sendung noch zu Tim gesagt, unserem extrem freundlichen und hilfreichen Aufnahmeleiter, der nämlich eine halbe Stunde, bevor es hier losging, das alles noch präpariert hat. Da habe ich nämlich noch gesagt, mein Problem heute ist, dass ich nichts zum Kaputtschlagen habe. Und manchmal braucht man das. Ne? Man braucht ein Item oder irgendwas, was man kaputtschlagen kann, um diese Wut, die in einem angestaut ist, zu kanalisieren. Und am besten etwas, was nicht besonders wertvoll ist. Am besten etwas, was niemandem anderem gehört. Und am besten etwas, was auch nicht lebt. Weil das tut einem dann ja in dem Moment, wo man zuschlägt, schon leid. Und deswegen sollte man das tun, liest nicht tun. Und ja, das gab es alles nicht hier. Aber der Boxsack, dem ich mit einem absoluten Pussy-Move gerade gegengekickt habe, ja, hat sein Übriges getan. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind hier, weil ich eben auf mindestens einfachen Wunsch eines Zuschauers heute. Was ist das denn? Jetzt Colin im Rage-Mode. Ja, ja, ey, das war gestern. Das ohne Scheiß. Trägt heute ein dünnes Nervenkostüm. Genau meine Laute. Stay schreibt, wie mir Collins Rant gerade gut tut. Genau meine Laune. Good, good. Let the hate flow through you. Nein, niemals. Man kann auf dem Hamburger Schrottplatz für 10 Euro seinen Spaß an einem Auto auslassen. Das ist eine sehr gute Idee. Haben wir das eigentlich schon mal gedreht in irgendeiner Form? Das klingt doch wieder nach einem Bonjour-Einspieler so. Aber ich meine, ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Das ist aber eine sehr, sehr gute Idee. Dann mache ich da noch so ein WL-Kennzeichen hin. Und macht noch so einen grinsenden LKW-Fahrer rein. Und dann kann der Wut freien Lauf gelassen werden. Dann ist vollkommene Energieentladung am fast passenden Objekt. Ein sehr guter Tipp. Vielen Dank dafür. So, jetzt aber zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Ich habe mich jetzt schon wieder eine Viertelstunde aufgeregt, obwohl ich das eigentlich in 2 Minuten abfrühstücken wollte. Frühstück ist das Thema heute. Frühstück der besonderen Art. Burger. Burger gibt es seit vielen, vielen Jahren und seit einigen Monaten gibt es ja auch immer in unregelmäßigen Abständen von mir so Essens-Moin-Moins, die ich gerne gemacht habe, mit Produkten, die ich gerne mal vergünstigt im Schnellmachbereich diverser Supermärkte einkaufe und mich dann meistens hinterher enttäuscht zurückzulehnen und sagen, boah, hättest du es mal selber gemacht. Burger sind natürlich klassischerweise auch so eine Disziplin, weil mittlerweile leben wir in einer Zeit, in der es vom 1 Euro Großkettenburger bis zum 10 Euro Artifati-Burger die gesamte Palette gibt. Es gibt, die schießen wie Donner aus dem Boden, die Dönerläden, die Burgerläden und
Das ist eine tolle Sache und vor allem natürlich reagiert dann immer die Lebensmittelindustrie drauf, indem sie sagen, oh, das etwas vernachlässigte Segment der Fertigburger muss jetzt auch um diverse Produktgruppen und Qualitätsstufen erweitert werden. Das habe ich zum Anlass genommen, heute mal zu schauen, was sich auf dem Fertigmarkt in Sachen Burger so tut und habe eine leicht, aber ich muss noch ganz kurz zum Rage zurückkommen. Ich war heute Morgen nämlich noch in einem Supermarkt hier um die Ecke, in einer rot gefärbten Kette aus dem Discount-Bereich, die immer, das weiß ich hundertprozentig, jedes Mal, wenn ich da einmal im Monat oder so reingehe, in der verzweifelten Hoffnung, dass es irgendwas Spannendes Neues im Sortiment gibt und dann doch verzweifelt wieder rausgehe und enttäuscht bin. Ich weiß, dass es in diesem Laden immer Mikrowellen-Hotdogs gab und direkt neben den scheiß Mikrowellen-Hotdogs lagen Mikrowellen-Burger. Immer. Und diesen Morgen, das ist mir schon häufiger, gerade bei Discountern aufgefallen, gab's die nicht. Soweit okay. Aber anstatt dann da ein Leerschild zu haben, das ist wahrscheinlich aus Marketing-Sicht ein schlechtes Signal, wo dann steht Mikrowellen-Hotdog, Mikrowellen-Burger und dahinter siehst du, der Schacht ist leer, okay, die Ware ist vielleicht nachbestellt, die Ware wird vielleicht kommen und ist gerade einfach nur ausverkauft, rücken die ganze Scheiße einfach im Warensortiment zusammen, nehmen die Zettel raus, damit wahrscheinlich der Zuschauer das Gefühl hat, oh, es gibt jetzt plötzlich doppelt so viele Fertigfrikadellen im Angebot, in dem Schlitz, wo vorher eigentlich die fucking Burger gelegen hätten. Das soll der Zuschauer, das soll der Kunde ja wohl nicht merken. Der kauft hier jahrelang Fertig-Hotdogs und Burger und jetzt plötzlich tun die so, als ob die neue Frikadellen im Sortiment haben. Sind nicht neue, sind einfach doppelt so viele, um zu kaschieren, dass da schlampig nachbestellt worden ist. So sieht's nämlich aus. Und deswegen fehlt mindestens eine Burger-Alternative an diesem frühen Morgen für euch. Mindestens eine Burger-Alternative. Kann ich aber auch nicht ändern, denn ich bin letzte Woche in drei Läden gewesen und habe drei verschiedene Dinge gekauft. Und mehr kann man auch einfach nicht tun. So. Was wir hier haben, ist tatsächlich, ich verschwende schon wieder so viel Zeit mit Aufregen, aber Aufregen ist auch einfach verführerisch. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben verschiedenste Burger hier. Wir haben einmal die, ich glaube, das sind so die Klassiker. Diese Abelin-Dinger, die kennt man aus diversen Discountern. Und ich weiß, dass früher, also mit früher meine ich jetzt, sage ich mal, vor 5 bis 10 Jahren, da gab es wenig Burger, aber das waren so mit die ersten. Und das war quasi immer so im niederklassigen Segment so mit das Abenteuerlichste, was man haben konnte. Auf dem Knorpel-Äquator war das quasi ein eng bestücktes Feld, weil du weißt, pro Bissen von den Frikadellen hast du so mit 2 bis 3 Mal Knirschspaß im Kiefer zu rechnen, weil da halt irgendwie nur zum Teil fein zerkleinertes Fleisch fragwürdiger Herkunft drin ist. Und für den feinen Gaumengourmet ist das dann weniger eine Freude, für den, der gerne so nachkriegsmäßig alles vom Tier verzehrt und auch gerne noch ein bisschen Kauspaß hat, um das zurückzuführen, was er denn da gerade kaut, war das immer eine ganz tolle Sache. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Für mich aber weniger. Ich bin ja eher jemand, das muss ich sagen, da bin ich auch so Zivilisationsopfer natürlich. Wenn das Fleisch in seiner Endzubereitung ein wenig seine Herkunft verschleiert, habe ich damit auch kein großes Problem. Ich muss nicht immer genau erkennen, welches Tier mir da gerade auf dem Teller entgegenlacht. Weiß ich. Ist jetzt nicht gerade. Ja, ist halt so. So, soll heißen, diese Burger, und das ist eben der Unterschied, vor 5 bis 10 Jahren waren relativ einsam im Segment und waren meistens auch mit Schweinefleischfrikadellen belegt. Also letztendlich war das eine Mogelpackung, das war wieder ein besonders flaches Patty, so wie man das von Burgern ja eigentlich gewöhnt ist, oder von Industrieburgern zumindest. Und da drin war dann eben auch nicht Rind, weil ein guter Burger hat eigentlich aus 100% Rindfleisch zu bestehen. Da gibt's, glaube ich, nicht zwei Meinungen. Also Geschmacksvarianten, aber offiziell hat ein Burger aus Rindfleisch zu bestehen. Und die haben irgendwann das geändert. Und zumindest die einzigen, die ich jetzt finden konnte in dem Laden, waren diese Varianten auch mit Rindfleisch. Und zwar mit, gucken wir mal drauf, 80% Rindfleisch und der Rest, gut, das ist das übliche Weizenzeugs-Gelumpe. Aber es ist kein anderes Tier hier verarbeitet worden, sondern laut offizieller Angabe nur Schwein. So, das sind so die Spargeschichten. Ich guck mal kurz rein. Die haben mich auch nicht so wahnsinnig viel Geld gekostet. Die Doppelvariante hiervon, 1,75. Also für 280 Gramm Gesamteinlage musste ich 1,75 Euro zahlen. Da wird man natürlich gleich hellhörig. Anders sieht es dann zum Beispiel bei diesem Luxusprodukt in Anführungsstrichen aus. Rustlers, the Flame Grill Quarter Pounder. Dieses Produkt hier kostet 1,99, genau wie diese Variante davon. Und hier wird gerade eine Tür in neue Geschmackssphären aufgestoßen. Der Barbecue Rib, ebenfalls Flame Grilled von Rustlers, der kostet auch 1,99. Und jeder, der das Goldene M schon mal besucht hat, weiß natürlich, welches Produkt hier imitiert worden ist. Nämlich, man sieht es schon an der Hackpressform. Ihr werdet es gleich noch ein bisschen genauer sehen. Jawohl, das ist das, was einem vorgaukelt. Ich bin ein naturgewachsenes Stück Rippchen. Inzwischen bin ich, aber in Wirklichkeit bin ich nur in Form gepresstes Hackfleisch. Und das in diesem Fall hat natürlich Schwein zu sein, wie man weiß. Und es ist auch Schwein. Das ist so ein bisschen außer Konkurrenz. Dann habe ich die neuesten Contender
im Wettbewerb, nämlich in einem Discounter gibt es eine komplette neue Burger-Serie, die versprechen, innerhalb dieser Packung für 1,99, also verhältnismäßig hochpreisig, 225 Gramm Gesamteinwaage, ein Burger-Erlebnis, was laut Bild hochgradig attraktiv daherkommt und laut Verpackungs- und Zubereitungshinweis aber auch das Gefühl gibt, es ist so ein bisschen so eine magische Box. 100% Rindfleisch ebenfalls verarbeitet, 100% aus Deutschland steht drauf. Und für alle, die es nicht glauben wollen, guck mal hier, hier steht sogar noch das Gütesiegel lecker. Das soll wohl vielversprechend sein. Also dieses Ding wird komplett so, wie es ist, in die Mikrowelle gesteckt und dann gegart. Nichts mit das Brot irgendwo anders toasten, sondern quasi wahrscheinlich eine optimierte Verpackung, die in nur 90 Sekunden nicht diesen Serviervorschlag mit Salate, Tomate und sonst was dir auf den Teller fabriziert, aber immerhin doch ein Geschmackserlebnis, was als Basis für den individuell angepassten Burger funktionieren soll. Und davon gibt es auch mindestens eine Variante, nämlich den Beef Beans Burger. Wie der sich unterscheidet, werden wir gleich rausfinden. Es gibt noch zwei weitere. Ich habe mal Pulled Pork gesehen, was natürlich auch extrem abenteuerlich ist. Pulled Pork ist natürlich auch der neue Shit im Fertigsegment. Gibt's ja echt wie Sand am Meer mittlerweile. Jeder Laden muss mindestens einmal so ein Pulled Pork Braten irgendwo haben. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ja, und das war's dann an dieser Stelle auch schon. Soll heißen, es ist nicht so wahnsinnig viel. Ich würde sagen, wir fangen erstmal direkt an mit dem günstigsten, der im Doppelpack, im individuell verschweißten Doppelpack daherkommt. Die Umwelt sagt natürlich auch hier Danke. Aber für denjenigen, der nicht, der sagt, oh, wenn ich einen davon gegessen habe, bin ich pappsatt, den anderen spare ich mir für schlechte Zeiten auf. Derjenige wird natürlich sich freuen, dass das Ding erst dann abgelaufen ist, wenn in diesem Fall der 22.12. offiziell erreicht ist. So, dieses Ding gucken wir uns noch mal kurz an. Mhm. Also hier haben wir die komplette Variante. Ich mache mal hier so, ich habe mir die Hände gewaschen, vorher alles gut. So, wir haben hier bestehend ein klassisches milchbrötchenartiges Burgerbrot, industriell gefertigt, mit ein wenig Sesamanteil, der natürlich so ein wenig, er sieht individuell gestreut aus, tatsächlich wahrscheinlich wurde die Maschine gerade nachgefüllt, deswegen dieses etwas ungleichmäßige Streubild vom Sesam. Wir haben eine Scheibe Käse drauf und ein vorgebratenes Rindfleisch-Patty, was bedeutet, dieses Produkt muss tatsächlich nicht gegart, sondern nur erwärmt werden, aber das gilt ja eben für alle hier, denn selber braten war gestern, heute ist einfach nur in die Mikrowelle und rein damit. Und Zubereitungsempfehlung 60 Watt, 60 Sekunden. Jetzt komme ich wieder mit dieser scheiß Mikrowelle, anstatt dass ich einmal die Bedienungsanleitung gelesen habe. Okay, aber da müssen jetzt alle drunter leiden. Die gute alte Kack-Mikrowelle, wer auch immer die gekauft hat. Mann, ey. Wo man nicht. Egal, ich habe mich schon drüber aufgeregt und ich wurde schon oftmals darauf hingewiesen, wie es besser geht. Es tut mir leid, ich habe es mir weder gemerkt noch habe ich es nachgelesen. Deswegen. Rein damit. Ich mache jetzt einfach mal 50 Sekunden. Wie ging das jetzt nochmal hier? Oh Gott. Wie ging das denn nochmal? Ja, A1. Oh nein. Stop, clear. So. Ich mache jetzt mal hier eine Minute. Das ist jetzt ein bisschen mehr. Das hat ein bisschen mehr Wumms, aber kann man jetzt an dieser Stelle leider nicht ändern. Ein bisschen schade ist natürlich, also soßentechnisch gibt es hier gar nichts. Der ist wirklich dazu gemacht, dir eine Basis für dein Geld zu zaubern. Und je nach Bedürfnislage kannst du das mit Ketchup, Mayonnaise oder was auch immer nachbessern. Gilt, glaube ich, für alle Burger. Obwohl, ne, hier sind Soßen dabei. Aber, ja, also das setzt natürlich auch voraus, dass die immer so sagen können, hey, wir geben dir nur die Basis. Wenn es nicht gut schmeckt, bist du selber schuld. Hättest du dir mal Röstzwiebeln geholt und Gurke und Soßen, dann wird es köstlich schmecken. Aber gut. Die Gefahr natürlich, und das kennt ihr alle, wenn man Brötchen in die Mikrowelle tut oder sowas, die werden dann eher so labbrig. Du willst sie eigentlich so angetoastet haben oder du prälst sie im Fett nochmal an, wenn du selber machst, so ein bisschen. Und in diesem Falle, so, ich mache es mal einfach 50 Sekunden. In diesem Falle ist es halt ein wenig enttäuschend, dass das Ganze, also das Brötchen Oberseite ist, ja, und das ist natürlich genau das, das ist so wabbelig, weich. Aber das ist halt die Mikrowelle. Da ist die Lebensmittelforschung noch nicht so weit. Mikrowellen ist warm. Wie gesagt, die Hände sind sauber und außen bin ich der Einzige, der hier ist. So sieht das Ding also aus, wenn es fertig aus der Mikrowelle kommt. Ich gucke noch mal kurz auf die, was denn jetzt hier drin ist. Also wir haben eben eine 80% Rindfleischanteilige. Alter, schrei doch nicht so, ich habe mich total erschrocken gerade. Entschuldigung, Julia. Was hast du gesagt, Julia? Ich dachte, hier wären... Ich achte auf die Funke, es tut mir leid. Hier hat gerade, als ob ein verzerrter, schlecht gelaunter Geist neben dir sitzt. So hat sich das gerade angehört. Ich habe mich total erschrocken. Tut mir leid, Julia, ich wollte dich nicht anschreien. Es ist Gouda. Es ist reiner Gouda-Käse. Ja. Gut.
Dann würde ich sagen, ich schneide es mal erstmal durch in der Hälfte, um mal zu sehen, wie das Innenleben wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel aufregend anders aussieht. Gut, dass ich nicht gefrühstückt habe, hoffe ich zumindest. Ja, ich halte es euch mal hin. Ja, das ist natürlich jetzt so hier die, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich hoffe. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Julia scheint, ne? Julia, sieht man das nicht? Nee? Und die andere Kamera, gib mir nochmal die Close. Ja, die wollte ich haben. Schaut mal her hier. So, das ist jetzt hier, das ist mega pressy Pressmeister und seine Pressfreunde. Also, ich glaube, viel mehr kann man Hackfleisch nicht pressen. Aber es ist also nichts locker luftig, aber ich gehe davon aus, dass es bei allen der Fall ist. Also, das Fleisch wurde nicht gebraten, nicht gegrillt, sondern es wurde gebraten. Sieht genauso spektakulär aus, wie es zu erwarten ist. Es ist eben nur Fleisch, es ist nur Käse und es ist nur ein bisschen Brot. Ach, da soll ich aufpassen. Hm? Aus der Tasche nehmen. So, aber dann. Aber ich wollte mich ja nicht mehr aufregen. So, dann wird auch nichts passieren. Ist besser? Ich hoffe. Jetzt kommt der Moment übrigens, wo die Sensiblen unter euch, ich weiß ja, Essen in der Sendung, da gibt es Leute, die da per se dagegen sind, andere sind da toleranter. In diesem Fall ist es Teil des Konzepts. Also ich kann das ein bisschen wegdrehen. Das mache ich jetzt auch mal. So, jetzt werde ich mal den ersten Biss. Ja, was soll man da sagen? Also, ich sag mal so, wenn da jetzt nicht diese Brötchen-Taktilität im Gaumen wäre, wo man wüsste, aha, die Zunge mauschelt sich ja gerade durch Weizengebäck. Wenn man das quasi schreddern und zu einem Matschlöffel zusammenfügen würde und mir blind geben würde, würde ich sagen, Fleischwurst. Ganz klar, Fleischwurst. Mortadella, sowas. Schinkenwurst. Einen noch. Was willst du erwarten? Ich habe ehrlich gesagt weniger erwartet, muss ich zugeben. Ja. Zwei mutige Bissen, keinen Knorpel gehabt. Geschmacklich nicht wahrlich spektakulär, aber auch nicht so, wie gesagt, nicht so kacke, wie ich es befürchtet habe. Es ist letztendlich einfach, ja, das Fleisch, da möchte man nicht genau wissen, was da verarbeitet wurde. Es musste vielleicht auch nicht, aber es ist ja eine so, egal, ich höre auf zu quatschen und nehme den nächsten Burger. Für 1,75 Euro kriegst du zwei Stück, 280 Gramm. Also, es war jetzt kein kulinarisches High-Class-Erlebnis, aber auch nicht so desaströs, wie ich eben dachte. Kann man machen, aber ich will natürlich für die Knorpelfreiheit nicht garantieren. Nach zwei Bissen und gefühlten 40% des Gesamterlebnisses ist das wahrlich noch keine glaubwürdige Aussage, die eine präzise Aussage eben zulässt über die Knorpelqualität. Wir machen jetzt doch direkt mal den Standard-Konter hier. Den Beef Classic für die Mikrowelle, 90 Sekunden. Produkt inklusive Verpackung bei 600 Watt, 90 Sekunden. Ja, das mit den 600 Watt kriege ich wieder nicht hin. Ach, hier steht sogar drauf, was sich drin befindet. Weizenbrötchen mit Sesam, Schmelzkäsescheibe, pikante Soße. Aha, also hier ist die Soße eben dabei. Pikante Soße mit Frühstücksspeck, Röstzwiebeln und Gewürzgurken. Alles in eine Soße gematscht. Normalerweise würde das ja auflagentechnisch individuell fabriziert. Aber klingt natürlich besser. Und vor allem hast du dann auch direkt von vornherein eine Ausrede, warum die eigentlich knackigen Röstzwiebeln nur so Matschehaufen sind, weil sie ja Teil der Soße sind und nicht separat gereicht werden. Rindfleischfrikadelle mit Barbecue-Würzung. Okay. Hier hat man das gemacht, was ich persönlich ja nicht mag, aber bei Fertiggerichten üblich ist. Für mich muss Rindfleisch, also wenn es auf den Burger kommt, 100% normal sein und mit Salz und Pfeffer gewürzt sein. Dass man da dann noch so individuelle Geschmacksrichtungen reinballert und so ein Spezialgewürz, das mag dann vielleicht in manchen Burgerläden oder nach Art des Hauses dann so wie das individuelle Rezept sein. Ich persönlich stehe da nicht so drauf. Aber wahrscheinlich ist das Teil des Fertiggerichtkonzepts, dem Käufer ein gutes Gefühl zu geben, dass er viel Geschmack bekommt. Aber noch eine Scheibe Käse. Also, Brot, Käse, Soße, Fleisch, Soße, Käse, Brötchen. Das ist interessant. Also, ist so Ziehharmonika-mäßig, so wie Otto von beiden Seiten buchstabiert. Es ergibt immer dasselbe Wort. Genauso ist dieser Burger aufgebaut, bis auf den Umstand, dass sich an der Unterseite natürlich kein Sesam befindet. Und damit jetzt mal rein. Oh, siehst du jetzt, Julia, ne?
jetzt hier rechts sich die Funke, die ich ja nicht in die Tasche stecken durfte, die aber auch nicht so eine Halterung hat. Ach, vergiss das. Hör auf zu jammern. So, erstmal clearen. Ich mache jetzt einfach mal 70 Sekunden. Ja, geht natürlich nicht, weil man hier nur in 30 Sekunden Schritten. Ey, dass sowas durch die Produkttestung kommt. Warum kann man nicht einfach individuell Sekunden genau. Ja, Entschuldigung, ich nehme sie schon wieder raus. Da, Entschuldigung, Julia, Entschuldigung, Entschuldigung. Ist aber auch schwierig hier. Ist heute, also, gerade noch gelobt, haben wir es einem schon wieder schwer gemacht. So, wo. Ach, die Verpackung ist drin. Da kann ich jetzt nichts davon vorlesen. Aber übrigens, das Konkurrenzprodukt, was ja optisch vorgaukelt, also bei dem hat man ja so ein bisschen, ich sag mal. Ich sage jetzt einfach mal so ein bisschen sich am Royal TS orientiert, wenn ich da den Serviervorschlag noch richtig in Erinnerung habe. Hier Beef, Beans, Bacon. Und tatsächlich sieht man hier eine knusprig gebratene Bacon-Scheibe, einen Streifen, auf dem Schmelzkäse, der auf dem Hack ruht, sich's gemütlich machen. Der aber natürlich, ja, da kommen wir gleich zu. Der in der Form, wie ihr euch das vielleicht vorstellt, nicht Teil dieser Verpackung ist. So, jetzt mache ich gleich mal bei 80 Sekunden Schluss hier. Ich habe es nämlich schon puffen hören. Also das nehme ich jetzt in Kauf und es tut mir auch leid, sollte der. Oh, was ist das denn? Nicolas Becker schreibt gerade, ich hatte am Wochenende einen Burgerauflauf. Das sieht ja geil aus. Oh, guckt euch das mal an. Das ist natürlich geil. Oh, ich muss jetzt aber nicht vergessen, vor lauter Geilheit, dass ich ja noch was im Ofen habe. Schau dir das mal an. Und an der Unterseite hat er als Untersetzer New Super Mario Brothers genommen. Das sieht nicht schlecht aus. Also auch wenn es einfach nur wie eine Hackmasse aussieht, das ist gar nicht so schlecht. Also, schreib mal, ob das gut geschmeckt hat, lieber Nicolas Becker. Sieht nämlich gar nicht mal so unvielversprechend aus. So. Veganer Gore. Ja, tut mir leid. Veganer und Burger sind halt auch nicht so, sag mal, es ist nicht so eine klassische Verbindung, so eine Traditionsverbindung. So wie zwischen Lannister und Stark, ne, wo jemand sagt, ja, natürlich, das war ja klar, dass das passieren würde. So, also, der Beef Classic wird aufgemacht. Ich bin sehr gespannt. Dampfend heiß kommt er raus. Oh, tada! Ich mache ihn auch direkt mal auf den Teller. Oh, ach Mann, jetzt klemme ich mir auch noch. So, ja, er ist. Wow. Er ist heiß. Also, das ist jetzt die Verpackung. Hier hat man innen, seht ihr, so eine Papp-Unterlegscheibe und da noch eine Papp-Überlegscheibe, die wahrscheinlich dazu da sind, dass das Ganze nicht am Boden sich festbackt. Also, der Burger mit 225 Gramm Kaltgewicht ist natürlich schon mal größer, auch wenn man ihn jetzt hier daneben legt, als das Produkt aus dem Hause Abelin. Ach, fick dich doch, du verkackte Verpackung. Oh Mann. So, jetzt schneiden wir ihn mal durch. Ich leg's mal daneben. Na, nee, das besser hier neben. So, da ist schön daneben. Es ist ein bisschen hier matschepampig geworden, logischerweise. Kann man dem Produkt jetzt nicht zwingend ankreiden. Ist ja klar, wenn man das transportiert, dann ist, wenn man die Soße mitgeliefert bekommt, die Gefahr groß, dass sie herausläuft. Oh, sehr, sehr weich. Also hier wieder das gleiche Problem. Ich hatte jetzt gedacht, diese Verpackung wäre irgendwie so wissenschaftlich, dass sie quasi irgendwie schafft, ein etwas knackigeres Erlebnis hier zu zaubern. So sieht das Ganze jetzt innen aus. So sieht es auf der Verpackung aus. Ist eine gewisse Diskrepanz festzustellen, aber klar, Salat in die Mikrowelle, das gehört sich einfach nicht. Und auch hier ist es ein Serviervorschlag. Hier sieht man im Verhältnis, ne? Schaut euch das mal an. Der Fleischanteil ist so ein bisschen, das ist eigentlich das, was ich ungern mag. Du hast das Gefühl, man hat ein zu großes Stück Brötchen genommen für ein zu kleines Stück Fleisch. Und versucht wahrscheinlich diese potenzielle Trockenheit, die sich daraus ergibt, mit möglichst viel Soßen- und Käseeinlage zu kompensieren. So würde ich sagen, in der Theorie. Jetzt gucken wir einmal kurz drauf, wie viel Fleisch denn überhaupt drin ist. Also erste Zutat ist hier tatsächlich das Weizenbrötchen von der reinen Masse her. Und 33, also insgesamt 33% Rindfleischfrikadelle. Also, die Rindfleischfrikadelle macht hier exakt ein Drittel des Gesamterlebnisses aus. Das war hier ja noch anders. Hier waren es 53%. Und wie gesagt, dieses Produkt kostet 1,99 €. So. Aber jetzt auch erstmal hier Kosten. Riecht so ganz gut. Ja. Mhm.
Das ist sogar in den Trends gerade, sehe ich. Im Winterberg Restaurant Neue Mitte, schreibt Pushin, gibt es einen Tex-Mex-Burger mit roten Bohnen. Voll lecker, geile Soße. Also, auch wieder Pressfleisch, mega Pressqualität. Es ist genau wie ich dachte, es ist sehr saftig, es ist insgesamt kein trockenes Stauberlebnis. Also Wüste Gobi hat im Gaumen hier schlechte Karten. Es ist eher so eine Matschepampe mit einem strammen Stück Fleisch in der Mitte. Mhm. Kann man essen. Also 1,99 € finde ich jetzt nicht unmutig. Ist schon im relativ hohen Preissegment angesiedelt. Aber auch hier, Knorpel bisher, Fehlanzeige. Hannes, komm rein. Geiles Frühstück. Ja, hier, komm. Nimm dir, gönn dir. Was geht denn hier? Hast du Hunger, Hannes? Oh ja, aber sowas zum Frühstück. Ach, sowas zum Frühstück. Das ist kein Vorbild für Kinder. Ja klar. Ja. Hallo Hannes, grüß dich. Hast du ein schönes Wochenende? Ja, Samstagabend war zwar langweilig und scheiße, aber sonst... Ja klar. Samstag halt, da bleibt die Küche kalt. Also, kann man essen. 1,99 € ist mutig. Ich lege ihn auch mal hier auf. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Und quasi... den Unterschied jetzt mal festzustellen. Jetzt wird mal dieser Kollege hier reingeschoben. Der Beef Beans Bacon. Da könnte man natürlich jetzt denken vom Namen her. Ist das eine Verneigung vor diesem Laden, den wir hier haben? Es wäre natürlich schlimm, wenn der nicht gut schmecken würde. Weil ich hatte den blauen schon mal und ich hatte auch schon mal den, das war ja der Anlass, der blaue aus dieser Serie bei Lidl für 1,99 €. Und der war auch gar nicht so scheiße. Das hatte ich aber auch dokumentiert auf Twitter. Also jeder, der sich das mal angucken will, kann da in meiner Historie schauen, wo das war. Aber ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass er irgendwie anders geschmeckt hat, als den ich jetzt gerade gegessen habe. Ist wahrscheinlich der einzige Unterschied, wird in der Soße liegen. Und ich gehe davon aus, beziehungsweise das kann ich jetzt schon mal verraten, dass tatsächlich, ich habe ja eben drauf gespingst, der Beef Beans Bacon Burger hat den Unterschied, dass die Soße grundsätzlich wohl anders schmecken wird. Und dass darin eben Bohnen sind und Baconstücke. Also so wie sich hier eben Röstzwiebeln und Gewürzgurken drin befinden in der Soße, ist der Unterschied eben, dass man da statt Gewürzgurken und Zwiebeln sich auf Bohnen und Bacon eingeschossen hat, um einem das Gefühl eines Barbecue-Erlebnisses zu geben. Sehr, 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 sehr gespannt. 20 Sekunden müssen wir noch warten. Und dann bin ich vor allem mal gespannt, was dieses Konkurrenzprodukt hier kann. Das kostet nämlich auch 1,99 € und ist eigentlich dann schon so im höherpreisigen Segment angesiedelt. Ob das denn mehr kann oder weniger als das Beef Classic oder eben der Beans Burger. So, auch hier gilt 80 Sekunden statt 90. Raus mit dem Johnny. Öffnen wir den Boy und dann gucken wir doch mal. Hä? Schöne Pullifarbe. Schöne Pullifarbe, ne? So eine schöne Szene gibt es ja auch in Weiß. Apropos Weiß, hast du die Reportage mit Nadel gesehen? Nee, aber ich weiß, dass sie auf jeden Fall richtig cool und lässig zur Zeit ist. Die ist echt gut drauf. Also, Alter, jetzt ist hier heiß. Das ist natürlich die Gefahr, wenn man es zu lang drin hält. Diese verschweißten, oder diese hermetisch geschlossenen Verpackungen. Wenn man die dann öffnet und im schlimmsten Fall auch noch so mit dem Auge, oh, wie sieht's denn aus? Dann hast du direkt so eine Brühwunde auf der Netzhaut. Und dann ist der, kannst du direkt zwei Ärzte besuchen. So. Sieht jetzt mal wieder genauso aus. Ich hoffe, ist es gut drapiert an dieser Stelle? Ich glaube schon. Auch hier wieder ein labbriges Stück Brot. Ha! Huiuiui! Ein wenig, also gleiches Prinzip. Ja. Also ich würde behaupten, man wird ja erstmal als Erstkäufer getrickt, indem man eben das Gefühl bekommt, es sind völlig unterschiedliche Geschmackserlebnisse und in Wirklichkeit unterscheidet sich nur die Soße. Denn ich gucke noch mal einmal drauf. Ja. Weiße Bohnen und Kidneybohnen und Frühstücksspeck ist drin. Das ist der einzige Unterschied zu dem Beef Classic. Und deswegen mache ich hier pro forma natürlich auch einmal den Durchschneidetest. Ah! Hat ja keiner gesehen. Na? Ah, guck mal an. Schaut's euch an hier, ne? Da siehst du natürlich hier, da, die Bohnenpracht. Die haben es einigermaßen, die haben es überstanden. Die wurden also nicht zerschreddert, sondern die sind wirklich so in die Soße geplumpst, dass man sie noch erkennen kann. Mhm. Bin ich mal gespannt. Nehmen wir doch mal direkt dieses leckere Stück mit den Bohnen. Hier ist wahrscheinlich an der Fleischfront, ich gucke einmal drauf. Ja, die obligatorischen 33%. Nee, doch nicht. Warte mal. Doch, also alles beim Alten. So, ja, am Geschmackstest soll es sich entscheiden. Gut, dass ich heute nicht gefrühstückt habe. Hm?
Also die Soße schmeckt völlig ganz anders. Völlig ganz anders. Aber das ist nicht zwingend gut. Die schmeckt so ein bisschen wie so eine. Ich guck mal kurz, was da drin ist. Also in dieser Soße befinden sich Schlagsahne, Frühstücksspeck. Mhm. Zitronensäure, Eichen, Ahorn und Hickory-Holzrauch. Also es hat so eine leichte Süßlichkeit, aber das erinnert mich an irgendwas. Also hier würde ich sagen, da ist so ein bisschen so Tortilla-Chips-Charme drin. Oder auch nicht, je nachdem, ob man das mag. Ja, naja. Aber die Bohnen habe ich gerade am Gaumen zerstoßen können. Also die Bohnen habe ich da auch taktil noch wahrgenommen. Und die haben ihren individuellen Teil dazu beigetragen, dass es nicht ganz so gleichförmig schmeckt wie der andere. Aber vom Grundgeschmack her ist es jetzt nicht meins. Also man merkt tatsächlich, dass die Soße hier der dominierende Faktor ist für das individuelle Erlebnis von Variante zu Variante. Und ja, in diesem Fall würde ich sagen, die andere Soße war mir lieber. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh, jetzt aber ganz schnell. Ganz, ganz schnell müssen wir jetzt aber machen hier. Jetzt kommt nämlich hier quasi das Prime-Produkt. Zumindest, weil es kommt nicht aus dem Discounter. Es ist ich habe es, glaube ich, im Kaufland oder im Rewe oder im Real oder im wo auch immer. Oder Marktkauf oder K&K oder Karstadt, whatever. Ich zähle es alle auf, die es gibt. Und hier sehen wir. Ach, guck, das ist jetzt so ein Unterschied. Also das Brötchen ist deutlich schon mal fest, obwohl das kann man bei dem nicht sagen. Es ist kalt, deswegen ist es erstmal knackig fester. Außerdem wird die Soße hier individuell gereicht in Form eines kleinen Soßenschlauchs, den man sich dann individuell draufklatschen soll. Außerdem die Scheibe Käse, die gute Chester Schmelzkäse-Zubereitung, würde ich jetzt mal tippen. Eingeschweißt, so wie man das quasi kennt, wenn man diese Art von Chester Schmelzkäse oder Toasty-Zubereitung oder whatever im Supermarkt kauft. Aha, hier muss man also noch ein bisschen arbeiten für seinen Genuss. Und gemacht werden soll das tatsächlich. Nee, der Burger wird komplett erhitzt. Am Schluss den Käse und die Soße auflegen. Und dann essen. Aha. Und hier komme ich mit meiner High-Power-Mikrowelle weiter. Denn hier wird mir gesagt, 90 Sekunden, 850 Watt. Das dürfte ungefähr der nativen Leistung dieses Aufwärmendings entgegenkommen. Und jetzt guckt euch das mal an. Hier würde ich jetzt behaupten, entweder hat man uns hier wunderbar getrickt. Oder mit Lebensmittelfarbe. Oder es entspricht tatsächlich der Herkunft. Denn hier sehen wir diese Grillstreifen, für die ja mindestens eine Burgerkette immer ganz emsig Werbung macht. Das ist eben der Unterschied ist, ob man es im Fett brät oder auf dem Grill. Und hier sehen wir eben noch die einzelnen Rallye-Streifen von der Rostauflage. Und seitlich, ja, da ist ein bisschen angebrannt, aber in diesem Fall ist er noch lecker angebrannt. Ne? Also es sieht gut aus. Ja. Ah, aber auch nur von der Seite, die man aufdeckt. Also von einer Seite haben sie das Ding einmal über den Grill geschoben, wahrscheinlich über so eine Grillstraße. Und von der anderen Seite haben sie gesagt, ist scheißegal, das müssen wir nicht nochmal machen. Durchgegart ist es ja. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, aber sie wussten, welche Seite sie nach oben legen. Gut, dieses Ding werde ich jetzt gleich in die Mikrowelle schieben. Wir machen jetzt aber gleich eben eine kurze Pause. Das lohnt sich jetzt vorher nicht. Ich präpariere aber schon mal den Käse und nutze diese Gelegenheit. Ich sehe so ein bisschen aus wie der Glöckner von Notre Dame aus der Kamera, ne? Komm, mein Kleiner! Komm, Junge, Kleiner! Obwohl, das ist gar nicht das Weiß, eher. Das war das Random Assi. So, der Käse wird schon mal. Ah, da geht's schon wieder los. Ach, Leute. Diese Käsescheibe ist so dünn. Guckt euch das an, das verfummelt sich hier so, ne? Das reißt ein, der Käse bleibt kleben. Das geht. Das ist aber eine hauchdünne Scheibe. Eine hauchdünne Scheibe. So, das Ding wandert gleich in die Mikrowelle, beziehungsweise in der Werbung schon für 90 Sekunden. Ich werde das so timen, dass wir gleich wieder da sind. In diesem Sinne hoffe ich, ihr seid gleich wieder am Start, denn zwei Produkte gilt es noch zu testen. Und ob 1,99 beim, na, ihr wisst, bis gleich. Immer wieder und in diesem Moment hat die Mikrowelle gepiept, um den Rustler Burger freizugeben. Eine hoffentliche kulinarische Reise in ganz neue Geschmacksgefilde. Ich hole ihn mal. Oh, der riecht aber schon. Hannes, der riecht. Riech mal. Da kommt so eine gewisse Grillromantik, kommt da doch auf, oder nicht? So ein ganz bisschen. Stell dir mal vor. Ach ja, das riecht. Bestimmt kein Emulgatoren. Ach, Emulgatoren, weißt du, das geht bloß doch keiner mehr heute. Quatsch. So, gucken wir mal. Und ich habe gerade ganz Erstaunliches im Chat gelesen.
The Cake is a Lie schrieb nämlich, da wird von oben einmal mit Hitzestäben angebrannt, dann sieht das so aus. Das ist natürlich interessant. Das, ich kenne mich mit den Tricks der Lebensmittelindustrie gar nicht so aus, aber das ergibt natürlich Sinn. Also soll heißen, es ist unter Umständen gar nicht toll gebrutzelt, sondern es ist einfach nur, es ist gefaked. Aber auch hier am Geschmack soll es sich entscheiden. Wir machen es jetzt genauso wie vorgeschrieben. Wir legen das Stückchen Käse drauf, das so dünn ist, dass es, das ist ja auch immer so ein großer Kritikpunkt, den ich habe manchmal, vor allem bei einer Burgerkette, dass sie dann immer sagen, oh, wir bereiten es frisch zu und dann bekommst du es und dann ist das ganze Ding einfach noch nicht zusammengepappt, so richtig von der Hitze her. Dann hast du schweinekalten Salat mit schweinekalten Tomaten und schweinekalte Eisgurke drauf und drin so ein heißes Stück Fleisch und es ist noch nicht vermauschelt. Der Käse liegt da noch so drauf und hat noch gar nicht daran gedacht, ansatzweise sich zu verschmelzen mit dem Fleisch, sondern einfach wie so eine kalte Fettplatte hockt der da drauf. Und das finde ich immer schade. So ein bisschen müssen die ja zusammenwachsen. Deswegen so warmhalte Dinger für eine Minute oder so, glaube ich, ergeben das schon Sinn. Damit das eben diese Vermauschelung, ich nenne das den Vermauschelungsprozess, damit der angefangen hat. So, es kommt diese Soße drauf. Aha, die sieht ein bisschen aus wie die legendäre Big Mac-Soße. Ein ganz bisschen, aber ein bisschen künstlicher. Von der Farbgebung her. Ich gucke da gleich mal drauf. Und auch natürlich die Werte will ich euch gar nicht vorenthalten. Jetzt bin ich gespannt. Also, da die hier so einen auf Artifati machen im Verhältnis zu den Schieb mich rein und du bist komplett fertig Burgern, die wir vorher hatten, erwarte ich jetzt hier schon etwas Spektakuläreres. Ich schneide ihn auch mal durch, falls hier noch Kollegen essen wollen. Vielleicht auch nicht. Also, der Geruch ist schon mal anders als die wir vorher hatten. Alter! Jetzt, wo ist... Das ist von unten so heiß jetzt gerade gewesen. Dass ich mich fast verbrannt hätte, ne? Guckt euch das mal an. Es sieht hier, schaut euch da mal her, wenn man das mal, man sieht jetzt verglichen hier mit dem allerersten im Speziellen, obwohl da ist durch die Kälte wahrscheinlich schon, hat sich das geändert. Ich hole mal ihn hier raus, den Boy. Es ist ein wenig, es sieht ein bisschen luftiger aus, ne? Es ist tatsächlich, in dem Hackfleisch hast du so ein bisschen das Gefühl, es ist nicht so mega hardcore-mäßig gepresst, sondern sieht ein bisschen, das Hackfleisch gestaltet sich lockerer im optischen Ersteindruck. So. Hab ich doch extra meine Wichstücher hier an der Seite stehen. Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Also, probieren wir mal schnell. Jetzt bin ich gespannt. Oh, das war heiß von unten. Der schmeckt anders. Der schmeckt. Das Fleisch schmeckt individueller. Vielleicht nur zubereitet. Vielleicht durch die Zubereitung oder vielleicht auch nur gefaked. Ich gucke mal einmal schnell drauf. 43% macht hier das Rindfleisch-Patty aus, das Gesamteindrucks. Der Käse kommt auch klarer zur Geltung. Ist nicht so eine vermauschelte Fettpampe, sondern habe ich gerade individuell rausschmecken können. Wie bei einem frisch gemachten Burger. Die Soße ist nicht auffällig, aber schmeckt nicht so scheiße. Also, das kommt einem in Anführungsstrichen echten Burger deutlich näher als die anderen. Muss ich jetzt mal sagen. Hier war gerade ein bisschen Knorpelkultur. Schade, jetzt muss ich da schon wieder in der B-Note Abzüge machen. Das wird ekelhaft. Dieses Stück hier. Das hier ist nicht schlampig gekaut von mir, sondern das ist tatsächlich ein Stück, was einfach in der Form, ich pack's weg. Hätte ich mir nicht erhofft. Hätte ich mir ein bisschen mehr zum Teil fein zerkleinertes gewünscht. So, das war ganz schnell für unsere Zuschauer, die gleich weg sind. Nochmal den Rustlers rein. Aber der ist bisher mein Favorit, sage ich mal hier ganz, ganz unverhohlen. Und hier ist wahrscheinlich, jetzt kommt dieser Außer-Konkurrenz-Burger. Riecht auch schon anders. Wir holen den Teller raus. Ich geh mal davon aus, der wird genauso gemacht. Und auch hier findet sich eine Barbecue-artige Soße. Ich denke mal, es soll auch Barbecue-Soße sein. Findet sich als spezielle Zusatzpackung. Und auch hier, ach, guckt ihr das mal. Hier haben sie es falsch gemacht. So. Naja, obwohl,
Hier sehen wir eben dieses wunderbar, das liebe ich so, dieses, dass einem dieses Rippchengefühl geben soll. Ne? Hier, das sind die Knochen und dazwischen ist das Fleisch zum Rausnagen. In Wirklichkeit ist das natürlich alles nur Hackfleisch, was durch eine bestimmte Pressmaschine diesen Look hat. Und daher ja auch der legendäre Name McRib. So, das ist auch das klassische Langbrötchen, was wir natürlich auch kennen aus diversen offiziellen Groß- und Kleinketten. Ich pack's mal rein und auch hier, ach Mann, ey. Was ist das denn für eine Scheiße? Hier sind, schaffen wir nicht mehr, wir sind gleich weg für euch. Oh, nur 75 Sekunden, denn insgesamt sind hier nur 157 Gramm drin und hier 190. Also ist schon mal deutlich weniger. Also ein Drittel nicht, aber so ein, Quatsch. So ein Fünftel, ein knapp, ein gutes Fünftel weniger ins Gesamtgewicht. Deswegen soll das Ganze aber auch nur für 75 Sekunden hier rein. Also, versuchen wir uns das mal zu merken. Ja, also bisher mein Favorit. Ich mache nochmal einen Test. Vielleicht war das dieser eine Pechknorpel, der den anderen Burgern auch auf den unangebissenen Seiten schlummert. Vielleicht kommt jetzt direkt der nächste. Ist der Beste. Tschüss, meine lieben Freunde bei RTL 2. Wir sehen uns irgendwann wieder. Oder auch nie. Und alle anderen, gleich macht's kurz Wuschi-Wuschmann. Und dann sind wir wieder am Start. Und dann gibt's den schönen, den Rip, the Barbecue Rip, the Flame Grill. Und da sind wir auch wieder. Oder immer noch. Die Mikrowelle läuft und ich guck noch mal kurz. Was ist denn hier los? Erst, moin moin Tisch, erst werde ich von Ede, oh, das tut mir leid, Ede beim Game 2 Reveal gehammt und heute wurde ich von Colin geschlagen. Es tut mir leid. Dieser Tisch musste wirklich schon viel Leid über sich ergehen lassen. Es tut mir leid, dass ich heute meinen Teil dazu beigetragen habe. So, Christopher schreibt, das sieht aus wie ein Burger, vor allem der Käse. Ja, das sag ich ja. Oh, ist schnell hier aufmachen. Und Stey schreibt nochmal hier, Soßenschlauch, Grillromantik, Eisgurke, Vermauschelung, fachsimpel mit Colin. Habe ich diese Worte alle benutzt oder wie? An Vermauschelung kann ich mich erinnern. Und an die Eisgurke auch. Na gut. So, letzter Burger. Der McRib, das wird natürlich jetzt hochgradig spannend. Was der kann. Ja, auch heiß, aber den hätte ich mir ein bisschen mehr, der sieht so ein bisschen aus, so ne, unromantisch früh rausgezogen. Er hätte noch ein bisschen länger in der Röhre stecken können hier, damit er, naja, ist noch nicht ganz zu seinem Recht gekommen. Aber mal gucken, vielleicht wird das durch die Soße ja kompensiert. Könnte auch ein bisschen mehr sein. Ich bin ja so ein Soßenfan. Ich habe ja auch mal gearbeitet zu Schulzeiten in einer großen Burgerkette. Und da war das immer das Schönste, dieser Hackfleischprängel in das Soßenbad zu tauchen. Vollständig, bis sie komplett umhüllt sind von Soße. Ja, mh. Ja. Ich versuche ihn mal einigermaßen liebevoll hier drauf zu. Schön den Plastiklümmel ausdrücken, bis das letzte Grämmchen Soße sich verteilt hat auf dem Fleisch. Oh, guckt euch das mal an. Ja, auch hier der pflichtbewusste Durchschnitt. So ein bisschen Subway-Style. Die haben bessere Messer und auch nicht so heiße Kackbrötchen. Ja. Wie sieht der Boy jetzt hier von innen aus? Boah. Also, wie gesagt, Schweinehack, deswegen natürlich der Vergleich da schon mal. Ist schon mal kein Vergleich, der vergleichenswert wäre. Ach, auch von unten heiß. Ja. Auch hier, ne, so ein bisschen dieses, so eine Fleisch. Hier guckt da. Dieses. Ich mag es ja lieber andersrum. Wenn das Fleisch komplett vom Brot ummantelt ist, ne? Hier wie so ein kleiner, wie soll man sagen? Ja, wie halt so ein. Ich mach den Vergleich nicht. Aber das Fleisch ist sozusagen, das, was du haben willst, ist komplett umschlossen. So. Und ich mag es lieber, wenn das Fleisch wenn das Brötchen gesprengt wird, weil so viel Fleisch drin ist, was sich seinen Weg bahnt und sagt, ich will raus, genieß mich. Gib mir nicht das Gefühl, glaub doch ja nicht, dass wir am Brötchen irgendwie, dass wir am Fleisch gespart haben, um mehr Brötchen drüber zu stülpen. Ja? So, dass man das Gefühl hat, da ist richtig viel Fleisch fürs Geld drin. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Hm.
Ja. Jenny Danny schreibt, das McRib-Soßenbad fand ich immer echt grenzwertig. Ich bin gerade mal im Chat. Was ist das für ein Burger von der Mauschlichkeit her? Naja, also es kommt so eine entfernte Barbecue-Romantik auf. Aber diese Soße ist jetzt auch so ein bisschen. Also sag mal, Grill-Johnny würde, glaube ich, jetzt sagen: Boah, das geht aber besser. Pipi-Uhr. Oh, muss Sport machen. Kann man machen. Ja, doch so ein bisschen. Er schmeckt ein bisschen wie das große Vorbild. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man ihn selber noch mit Zwiebeln erweitert. Gurke bin ich persönlich nicht so ein Fan. Aber dann kann man ihn wahrscheinlich als Alternative sich zwischendurch mal auf den Zahn legen. Aber, ja, dieses kleine, das ist so das kleine Stückchen Unglück. Das ist so der fiese Facker hier. Man sieht nicht richtig. Das ist nicht Fleisch, das ist nur Knorpel. Und das ist so ein bisschen enttäuschend für mich. Aber, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier im Rahmen der Möglichkeiten eine relativ große Diversität an Burgern heute verköstigen dürfen. Von verhältnismäßig sehr billig bis verhältnismäßig teuer. Teuer heißt nicht immer gleich wertig. Und wertig heißt nicht immer gleich teuer. Das ist natürlich vollkommen klar. So, als Gesamtfazit, weil der Andreas ja leider nicht hier ist, der jetzt nochmal blind verkosten könnte, ist aber auch, ist ja alles gesagt jetzt hier in mehrfacher Form von mir. Würde ich sagen, dass mir persönlich hat der Flame Grilled Rustler, übrigens ja angeblich mit Flame Grilled Irish Beef, das heißt ja Irish Beef, als ob das jetzt bedeuten würde, ja, wir haben alle die Bilder, ne, von den grünen Weiden, wo Paarhufer, Kühe und alles Mögliche, was noch so ein bisschen im naturbelassenen Bereich sich einen letzten Rückzugsort erobert hat. Die Grasen da sind glücklich, bis sie zur Melk oder zur Hackmaschine geführt werden. Das bedeutet natürlich erstmal überhaupt nichts. Das ist ein Qualitätssiegel, wenn es denn überhaupt stimmt. Ja, was willst du mir damit sagen, lieber Hersteller? Du willst mir vorgaukeln, es sei besser als Fleisch als anderes. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Gut, aber trotzdem fand ich ihn am besten. Also er hat überraschend anders geschmeckt und überraschend ordentlich, möchte ich behaupten. Der McRib, Imitatsburger aus selbem Haus, ja, kann man mal essen. War aber jetzt auch nicht mega berauschend. Aber berauschend war es ja irgendwie sowieso nicht so richtig. Nicht so schlimm, wie ich dachte, aber ohne Verfeinerungsprozess geht das eigentlich mal gar nicht. Den hier fand ich jetzt besser als die Variante mit Bohnen. Aber wenn ich jetzt überlege, dass ich für dieses Produkt, was natürlich auch üppig aussieht, 1,99 bezahle für 225 Gramm und hier für 190 Gramm, möchte ich sagen, dass dieser hier einfach dann doch besser war. Also, ich sage jetzt, muss man nicht kaufen, aber wie ich mich kenne, werde ich sowieso dann wieder mal irgendwann, wenn ich mich nicht mehr an dieses Moin Moin erinnere und wieder mal verzweifelt auf der Suche nach einem schnellen Kleingericht bin, werde ich dann mal wieder zugreifen, in der mir eigenen Art, schnell Sachen zu vergessen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Nicht so dramatisch scheiße, wie ich es fand, aber ganz ehrlich, ich bin auch eigentlich bei Burger mittlerweile, muss der Anspruch, also beim Burger eben, wie ich eingangs von Moin Moin auch schon gesagt habe, da gibt es mittlerweile eine so große Palette von super schäbig und billig bis zu echt richtig, richtig, richtig geil. Es gibt es in jeder Stadt mittlerweile. In Hamburg schießen sie wie Pilze aus dem Boden und es gibt so viele an jeder Ecke, dass du wirklich, also du musst es nicht mehr, es sei denn, es sollte günstig und schnell gehen. Dann kannst du es machen. Abgesehen davon bin ich ein großer Freund von eigentlich selber machen und deswegen habe ich mir auch einen Fleischwolf gekauft. Ich habe mir einen Fleischwolf tatsächlich nur gekauft, um selber die optimalen Rindfleisch-Patties mir herzustellen für die selbstgemachten Burger. Ist mir noch nicht gelungen. Ich bin da noch ein bisschen am Arbeiten, welches Fleisch ist am besten, wie viel Speck muss da rein, damit das eben das richtige Verhältnis ist. Soll ja nicht zu trocken sein. Aber in dem Fall ergibt es meiner Meinung nach Sinn, auch mal ein bisschen Geld mehr auszugeben. Von der Herkunft des Fleisches will ich hier gar nicht anfangen, das will ich mir auch gar nicht anmaßen. Aber sicherlich kann man bei 1,75 Euro Gesamtwert für zwei Burger und so und so viel Fleischanteil auch nicht davon ausgehen, dass das alles mit rechten Dingen zugeht, wenn man jetzt ein wenig progressiv und tierschutzmäßig auch das Ganze angehen möchte. Aber das gilt wahrscheinlich für alle Produkte hier. Also
das, glaube ich, schaltet sowieso jeder aus, diesen Wunsch oder diese Vorstellung, dass alle Tiere glücklich gestorben sind und ein schönes Leben hatten und wertiges Fleisch hier drin ist. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber das war auch nicht Anteil dieser Sendung, sondern sei nur fürs Protokoll einmal gesagt worden. In diesem Sinne, ich mache jetzt mal Schluss hier. Mir reicht's für heute. Ich kann auch jetzt Schluss machen, ne? Kann ich? Ja. Ah, danke, Julia. Ich kann Schluss machen. Ich bin entspannt, ich bin satt und ich bin auch wirklich gar nicht mehr aggressiv. Und damit habe ich mehr erreicht, als ich heute Morgen erwartet habe. Ihr Lieben, ich freue mich auf eure Vorschläge für Burger-Dinger. Wenn ihr noch was raushauen wollt, dann macht das sehr, sehr gerne. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das perfekte Burger-Rezept, gerade wenn es ums Fleisch geht. Vielleicht hat da jemand einen super geilen Vorschlag. In diesem Sinne, einen gediegenen Tag wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, macht es gut.